Ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie gekommen sind. Auch danke der Technik für die ganzen Installationen. Sie sind ja schon früh heute Nachmittag schon eingetroffen und haben hier angefangen aufzustellen. Hört sich auch. Es ist nicht das, die da vorne stehen, sondern es ist eben auch noch mehr drumherum. Ja, der Vortrag ist eigentlich zweiteilt. Wir haben einen medizinischen Teil und einen technisch-historischen Teil. Und natürlich eben auch noch, wie du schon angetönt hast, Peter, einen physikalischen Teil. Weil wenn wir die Physik nicht verstehen, was die Grundlagen ist, dann müssen wir uns auch nicht darüber unterhalten, was überhaupt Elektrosmog ist. Weil das, was heute zum Teil eben erzählt wird, ist nicht Elektrosmog. Und das ist 99% von dem, was erzählt wird, ist in eine falsche Richtung. Warum, weshalb, das sehen wir nachher dann auch. Und dem gegenüber steht natürlich dann auch die Medizin. Medizin wäre einiges vielleicht dann auch ein bisschen verständlicher können wahrnehmen, warum gewisse Prozesse und Beobachtungen eine Art so sind. Aber eben nicht so, wie es eigentlich dann die physikalische, pseudophysikalische Welt sieht. Okay, ja, jetzt tun sie drüber. Alle gehen noch ein bisschen fummeln. Irgendwann tut es dann gar nicht mehr. Okay. Und die physikalische Welt ist halt leider ein bisschen anders, weil das 95 oder noch mehr Prozent der Leute eigentlich wahrnimmt oder für wahrnimmt. Und darum eben auch der Link dann zum Thema Corona. In der medizinischen Seite dann. Wo Barbara Burlein eigentlich dann übernehmen will, sie ist im Moment noch nicht da. Sie hat ein bisschen Probleme. Also, wenn wir anschauen, das ist mir gerade die letzten Wochen, ist mir die Folie noch in den Weg gelaufen, aus dem Internet raus. Wir sehen, wie die Hintergrundstrahlung in diesen einzelnen Frequenzen früher noch war, etwa um 1920 umeinander. Und nachher dann ist es angestiegen, ihr seht, gelb, orange und nachher ist es rot geworden. Und wenn ihr hier schaut, hier oben habt ihr das Mass 1 Watt pro Quadratmeter. Und da unten habt ihr, wenn ihr im Gigahertz-Bereich sind, und wir reden hier mit 5G von Hochfrequenz, da geht es also um rechte Faktoren, also 10 hoch 19, ist etwa der Faktor, wo wir überhalb der 1 GHz-Grenze in etwa haben. Und die GHz-Grenze, das ist eben die, die eben auch so sehr, sehr, sehr giftig wird. Weil da hat die Natur in der Regel eben praktisch nichts gehabt. Da seht ihr, dort unten geht es relativ flach raus. Und alles, was drüber geht, über 1 GHz, Richtung 2 GHz, da fängt nachher Wasser an, auf Resonanz zu gehen. Wasser über 2 GHz geht auf bis etwa 22,3 GHz. Und dort oben haben wir nachher dann Wasser, das sich dort spaltet, in ganz bestimmten Frequenzbändern. Und jetzt ist genau da, seit 4G haben wir eigentlich die Nutzung von den 2,45 GHz Band. Und das ist eigentlich für unsere Biologie gar nicht gut. Wirklich nicht. Und da müssen wir einfach alles dran setzen, dass wir eine Art da vermeiden können. Auch bestehende Antennen. Also ich bin ein Kämpfer, nicht bloß für quasi zurück auf ein paar Felder, so wie beim Leiterli-Spiel, sondern wirklich auf Null. Und ich weiß warum. Weil das hat zu tun mit dem sogenannten Skalarwellenanteil, wo heute das Wort noch ein paar Mal wird müssen dürfen fallen. Und das hat nichts zu tun mit der Herzschwelle. Die Herzschwelle ist eigentlich biologisch gesehen gar nicht relevant. Herz nach Heinrich Herz. He? Also nicht mit dieser Herzwelle. Oh, man darf da nicht rumfummeln. Genau. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man das Zeug dann weiter raufgeht, in Richtung 300 GHz, dann wird das Problem natürlich einfach verschoben. Es wird nicht gelöst.
der Vittorio von Tönges, Barbara Burlein und ich, wir sind ja auch eingeladen bei der Stadt St. Gallen. Wir haben in einer Podiumsdiskussion mit dem Stadtrat zusammen dort reden. Da ist dann VLC vorgestellt worden, also wo man mit Licht anfängt zu arbeiten. Aber genau dort haben wir das genau gleiche Problem auch. Man kennt in der Physik ja das Phänomen von Welle, von Wellen und von Teilchen. Licht kann einmal Welle sein und einmal kann es Teilchen sein. Es kann sich umformen. Und das ist genau die Problematik. Also wir würden das Problem einfach verschieben in die Augen hinein und dann hätten wir das gleiche Problem dann dort halt auch wieder. Also ich bin gar kein Fan von so Zeugs. Entweder können wir in einen Bereich hineingehen, wo die Biologie nicht schafft und dann ist es okay. Oder sonst müssen wir dann in Frequenzen hineingehen, die nicht streuen, wo man kann in der reinen Skalarwellentechnik hineinfahren, aber eben nicht leise rieselt der Schnee über alles. Also sprich Satelliten und Antennenmasten en masse. Auch nicht mit Kleinzellengeschichten. Das müssen wir alles vergessen. Wir müssen zurück auf Feld 1 in ganz andere Frequenzen, unter einem Gigahertz, ohne digitale Aufmodellierung von anderen Signalen und auch von den Gesprächen. Das ist die einzige Lösung. Und sonst müssen wir aufhören, wir müssen anfangen zu verkabeln wieder, wie gehabt, und dann haben wir das Problem zum grossen Teil weg. Aus Kabel, sagt man. Und das kennen wir ja auch von uns. Wenn bei uns Kabel zeichnet, dann nennen wir das Nervenerkrankungen. MS, Alzheimer, Alzheimer und so weiter. Naja, darum eben müssen wir auch ein bisschen die Wissenschaft ein bisschen dran nehmen. Die haben sich natürlich auch ein bisschen in den Schilfhausen begeben, sage ich jetzt einmal. Oder heute ist überall Quantenphysik. Mit dieser Quantenphysik haben wir genau die sogenannte Wirbelphysik angefangen zu vergessen, um die, die es eigentlich aber wirklich ging. Weil die Wellen, die wirklich biologisch relevant sind, sind eben nicht schwingende Hertzsche Wellen, die querschwingen zur Ausbreitungsrichtung, sondern Längswellen. Und jetzt hat das dazu geführt, dass man die grössten Konstrukte in der Physik angefangen hat zu schaffen, oder? Man hat angefangen, Teile zu suchen, im CERN und überall. Und hat trotzdem zum Teil nichts Schlaues gefunden und ist nicht weitergekommen. Und das hat eben damit zu tun, dass man ganz neue Bereiche von der Physik ausgeschaltet hat. Und dann ist es natürlich logisch, nach der Physik, also Basics sind natürlich die Mathematik, nach der Physik kommt nachher die Chemie. Und in der Anwendung haben wir dort natürlich praktisch die Elektronenoberflächen. Darum reden wir heute in all diesen Versuchsdingen und diesen Berichten über Elektrosmog ja nur noch über Calciumionen und dieses und jenes. Ohne überhaupt zu verstehen, was die Basics dahinter ist. Dahinter ist nämlich die Feldphysik matchentscheidend und nicht Biochemie. Und das hat uns in eine total irreführende Geschichte geführt. Und nachher kommt man natürlich in die Biologie rein. In der Anwendung werden das halt in Schwingungsmedizin, Psychosomatik, Traumaheilungen. Auch Elektrosmog ist eine Art von Trauma. Trauma ist definiert, also so habe ich es als Therapeut noch dürfen müssen lernen, zu viel Energie auf zu kurze Zeit. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn man es so anfängt zu betrachten. Das heisst, unsere Nervenbahnen sind vollgeladen und die können nicht mehr. Und darum kippt nachher das System. Erst dann kommt Biochemie zum Tragen. Und dann ging es natürlich in die Psychologie rein. Dort oben wüsste es ja dann sowieso nichts anderes. Und dann kommt dann noch eine tiefe Psychologie, oder? Man geht mit dem Schraubenzieher in die Psyche rein und geht nadern. Elektrosmog hat sehr viel auch mit psychischen Sachen zu tun, weil Felder verändern auch meine Gedanken. Und das vergisst man immer wieder auch in der Medizin. Ich bin ja selbst so ein Betroffener.
Ich bin vor manchen Jahren vom Gerüst oben abgestürzt und habe zehn Rückenmarkstenosen und so weiter. Also Bandscheibenvorfälle und dann anschließend Rückenmarkstenosen und einen Zysten auf dem Hirnstamm. Aber die Leute, wenn ich nachher dann von denen, bei denen IV-Ärzten zum Beispiel bin, oder, die haben nichts können anfangen mit dem Ganzen überlegt, das mag, weil ich so sensitiv bin und habe zwischendrin wieder mal auf die Schnarre gehabt, wenn das ganze System ausfällt. Dann bist du einfach ein Psycho. Aber auch die, eben nach oben ist dann natürlich immer dünner gesagt. Und wenn du mit so einem Arzt sprichst, dann musst du einfach sagen, ja halt, was machen denn die überhaupt? Haben die überhaupt eine Ahnung? Ich habe ihr nachher dann über Feldphysik und Zeug und wie Psyche funktioniert angefangen zu erzählen. Oder? Etwa 3-4 Stunden lang. Also das ist brutal. Und da wirst du nachher einfach abgestempelt als gerade Betroffene. Einfach, du bist ein Psycho. Fertig. Schluss. Aber dem ist halt leider schon nicht ganz so. Und dann kommt natürlich aber auch natürlich die sogenannte Naturheilkunde. Oder? Und dort wird dann auch Quantenphysik betrieben, bis in Hageben. Quantenheilung und Quanten dieses und Quanten dort. Und jede Entstörgeräte und weiss ich nicht was. Da muss ich einfach auch die Illusion ein bisschen nehmen, weil die funktionieren im Moment vielleicht schon noch. Aber irgendwann ist fertig. Das heisst, wenn wir unsere Frequenzen dann noch weiter aufschrauben, dann kommt es zu einem derartig hohen Energietrag in Zellen, dass die anfangen einfach schlichtweg zu platzen. Nicht platzen ab der Frequenz, sondern platzen ab der Wellenlänge. Warum, weshalb, wie die Zusammenhänge sind, das zeige ich euch nachher noch. Weil man sagt ja so im Volksmund ja so schön, man ist mit jemandem oder etwas auf einer Wellenlänge. Aber habt ihr schon mal den Spruch gehört, dass ihr mit jemandem mit auf einer Frequenz? Das klingt wie abgehackt, oder? Und das ist genau der grosse Fehler oder der Irrtum in dieser Physik. Darum jetzt zuerst eine historische Betrachtung, weil eigentlich sind wir nicht im 5G, eigentlich sind wir schon etwa im 9G. Nur keiner merkt es und keiner weiß es. 9G, ja gut, wie hat es angefangen? 0G. Das war einmal, ha? Wo der Mensch in Abstiegsprozesse gegangen ist, wo er so ein bisschen auf die Erde gekommen ist, da hat er natürlich nur geistig kommuniziert. Es geht am Schluss um Kommunikation bei 5G. Gleich welcher Art, ob es das eine Maschine oder zu Maschinen ist, oder Mensch zu Maschine oder Mensch zu Mensch, ist egal. Er hat über Telepathie und so weiter hat er kommuniziert. Das ging ja heute eigentlich auch noch, aber dadurch, dass wir so einen grossen Wellensalat eben in der Luft haben, wird das immer, immer schwieriger. Jetzt, das war 0G. Gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe da jetzt die ersten Gs, 1G bis 4G, auf einem Blatt gezimmert. So ist es oben links angegangen. Mit Pyramidenbauten. Das sind alles hochfrequenztechnische Konstrukte, Sendeanlagen, Empfangsanlagen für Kommunikation. Die Eingänge, die Strukturen der Eingänge, die Grössen und so weiter, die haben zusammen harmonisch geschwungen mit der damaligen Erdstrahlung. Ich bin natürlich von Haus aus auch noch Radiästhet. Ich führe ja noch den Verein für Naturbewusstsein in St. Gallen, der ehemalige Radiästhesieverein und der Schweizerische Verband für Radiästhesie und Geobiologie. Darum erzähle ich jetzt dort halt auch ein bisschen noch ein bisschen ausführlicher. Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte. Man hat früher geomantische Zonen benutzt, um Naturenergien nutzen, die durch Geometrie der Bauten zu verstärken und so können zu kommunizieren über Hunderte und Tausende von Kilometern. Das klingt wahnsinnig, ja, vielleicht ein bisschen irrsinnig, aber mein guter Kollege, Professor Dr. Konstantin Meil, der Skalarwellenkenner oder auch
Wiederentdecker, wenn man so will, hat er darüber auch Bücher geschrieben. Zwei davon liegen hinten auf. Eins heisst «Das Skalarwellenkrieg» und der andere heisst «Gas und Wasser», Band 5, den er geschrieben hat, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Corona. Und dann kommen wir dann noch drauf in der medizinischen Betrachtung, warum eben Corona da mitspielt. Er hat die Bauten zum Teil sehr genau untersucht, auf welche Frequenzbänder dass die damals geschafft haben. Und die sind alle im Kurzwellenbereich hinein. Und die konnten so kommunizieren. Darum war es auch logisch, dass die eher ein Reich aufrechterhalten konnten. Also sprich Griechen, sprich Ägypter, sprich Römer und so weiter. Das heisst, die haben gespielt mit diesen Energien. Die haben auch Strom und Beleuchtungen und so weiter. Das ist ja ist bewiesen. Die, die man bei Erich von Däniken gesehen sind in der Ausstellung, das hat man das früher gesehen. Auch Stonehenge und so weiter, die Ausrichtungen mit den Steinen und so weiter, das ist einfach die kleine Strahlungsmenge, die diesen geomantischen Zonen hat, komplett gelangt, um die Bauwerke zu betreiben. Und da muss man sich schon mal eins vorstellen. Auf gut Deutsch heisst das nämlich bei uns, die kleinste Leistung kann unser System derart stören, dass wir zusammenbrechen, wenn wir auf einer Wellenlänge sind. Und da braucht es keine Diskussionen um Grenzwerte. Weil die sind da müssig, sehr, sehr müssig. In der wirklichen ersten Kommunikationszeit hat man mit solchen griechischen Tempelanlagen angefangen zu bauen. Die sind meistens in goldigen Schnittverhältnissen aufgestellt. Und das Wichtigste war eigentlich die Zelas, die inneren Teile dieser Tempelanlagen. Dort innen ist eigentlich die Priesterschaft gestanden und hat eigentlich gemaset. Und das ist noch ganz spannend. Herodot schrieb da, in diesen Anlagen hätten ab und zu mal Kind gespielt in der Nacht. Weil die Dinger sind natürlich meistens nachts betrieben worden. Weil am Tag haben sie starke Sonneneinstrahlung gehabt, dann hat es nur ein Rauschen gegeben. Und darum mussten die das Nacht machen, weil dann ist die Erdstrahlung von der anderen Seite her als Quelle gekommen. Oder? Die Sonne ist ja jetzt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch so nachdenken. Und das macht nachher die Erdstrahlung auf den geomantischen Punkten aus. Und dann haben dann die probiert, herauszufinden mit Lebendviech. Nämlich, sie haben dann geschlachtet, oder? Dann haben sie die Organe auf die entsprechenden Zonen geschaut und haben gesehen, dort, wo die Organe zucken und machen, das war mein geomantischer Punkt, wo man gerade auf Resonanz war. Dann haben sie dort können, mit deren Gerätschaften darauf aufstellen. Und dann ist die Kommunikation losgegangen. Aber wehe, wenn die Kinder drinnen am falschen Punkt gestanden sind, dann sind die nachher tot umgefallen und die haben sie am anderen Morgen raustragen. Das muss man wissen, das hat Herodot in den Geschichtsbüchern geschrieben. Meinen, da käme einer von diesen Gegnerschaften oder einer von diesen Befürworterschaften jemals in den Sinn? Man muss die Geschichte anschauen, es war alles schon da, es ist nichts Neues. Und das ist aber etwas ganz Brutales. Und das bei kleinster Leistung müsst ihr vorstellen. So einen geomantischen Platz, der bringt ein paar Watt, mehr nicht. Und wir reden um Tausende von Watt. Heute. Oder? Das heisst, das haben die nachher gemacht. Wenn das weitergegangen ist, haben sie gefunden, ja, wir könnten ja auch Anlagen machen, die runde Tonnengewölbe drin haben, weil die können wir nachher anfangen, breitbandiger nutzen. Und die haben dann das auch gemacht. Also bis in die Entwicklungszeiten der Römerzeiten haben sie nachher dann mit so in Nebenfeldern angefangen zu kommunizieren. Also da ist die Priesterschaft nachher dort drin gestanden und dann haben sie sogar Sprache übertragen. Direkt eins zu eins. Also die sind auch schon so wie gewesen. Das ist verrückt, das kennt praktisch niemand. He? Dann haben sie aber auch gemerkt, ja, halt mal, irgendwann, das Zeug wird ja abgehakt. Dann haben sie solche Platten angefangen aufzustellen, in die Hohlräume rein. Und haben so können quasi gewisse Frequenzen ausselektionieren. Wenn der andere gewusst hat, am anderen Ort, der hätte die gleiche Empfangsanlage abgebraucht,
hat er nachher dann dort die gleiche Struktur einschalten und darum hat er eine Frequenzselektion gehabt. Das ist auch verrückt, was die da schon gemacht haben. In einer hochpräzisen Baumeisterarbeit haben die machen müssen, das wäre das nie gegangen. Und dann haben die solche Pfannen da aufgestellt, ich sage dem einfach Pfannen. Die Dinger, das sind riesige, ja, halt eben Pfannen gewesen. Zum Beispiel das Gestell da, das hat etwa 13 Meter Höhe. Einfach nur mal zum Vergleich. Und die haben die nachher noch auf die Resonanzstelle gebracht und danach haben die angefangen zu schwingen und so haben sie die Informationen durch die Masse. Und mein ein übriges Bleibsel ist eigentlich da, der Etruskerstab, der Bischofsstab, der auch heute noch ja bekannt ist. Das sind alte magische Ritualspiele gewesen eigentlich. Das sind aber in der Radiästhesie würde man sagen Antennen, die man auch nutzt, nach wie vor, um Sachen zu verschicken, respektive auch zum Muten. Also Muten ist gut spüren gehen, der Fachbegriff. Und dort drinnen tun wir Wellenlängen detektieren in der modernen Radiästhesie. Jede Krankheit, jedes Muster hat eine bestimmte oder bestimmte in der Mehrzahl Wellenlängen. Nicht Frequenzen, Wellenlängen. Und dann gibt es dann eben auch verschiedene Krankheiten, die die gleiche Wellenlänge haben. Aber sie haben eben andere Geschwindigkeiten und darum werden sie dann nicht mehr messbar. Und darum haben wir eben auch ein bisschen schlechte Anerkennung in der Radiästhesie, in den sogenannten Naturwissenschaften. Aber die Frage ist eben, ich meine, das Wort sagt es schon, Naturwissenschaften. Das heisst, es ist die Vergangenheit. Sie arbeiten heute nicht mehr. Darum kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Naja, Spass beiseite. Das ist jetzt ein kleiner, das ist jetzt so klein. He? Aber ich bin ja auch so ausgebildet, also von dem her nehme ich mich selber auf die Schippe. Naja. Ihr seht, später ist dann das so weitergegangen wie in Rom. Da haben die bis etwa 200, 250 Tempelanlagen gehabt, zur Endzeit. Und was ist nachher passiert? Das ganze System ist in sich zusammengebrochen. Warum echt? Ja, wegen dem Wellensalat. Nicht der mit dem Essig und dem Öl, sondern eben Wellensalat in Form von Skalarwellen. Und damit haben sie sich selber gesundheitlich abgeschossen. Das heisst, deren System haben sich gegenseitig so beeinflusst, dass nachher nichts mehr gegangen ist und darum ist die Kommunikation nicht mehr gegangen und dann haben sie natürlich nicht mehr können kommunizieren mit denen, die hunderte von Kilometern weiter draussen gerade am Kriegsführer waren. Und am Anfang war es natürlich auch so, da haben nur die Zentralen diese Dinger gehabt und dann haben sie nach außen gestrahlt. Und später hat man dann gemerkt, ja, das ist eigentlich nicht so gut, wenn die nur den Befehl empfangen, aber nichts zurückkommt. Dann haben sie angefangen, Aussenstationen zu bauen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Osterinseln und so weiter und so fort. Und dann ist das Zeug dann nachher dann plötzlich hin und her gegangen. Und das ist natürlich nicht lang gegangen, hat natürlich das der Finden halt damals auch gehabt. Also der, den du eigentlich wollen abschiessen, hast du dann halt plötzlich auch gekannt. Mit und zu mir ist nämlich praktisch bald wieder das Gleiche. Und darum ist es ja auch spannend, wenn man gewisse Sachen anschaut, dass da eigentlich so für Smart und Smart Home und so weiter ja andere Definitionen noch im Umlauf sind. Das war dann eine Art der Höhepunkt in Rom, eben da mit den verschiedenen Grössen von diesen Kügeln, von diesen Kuppeln. Und da haben sie mehrbandig sogar erfahren, also mehrere Frequenzen gleichzeitig können schieben, je nachdem, wo die Resonanzen waren. Also mit statischen Gebilden wie Gebäuden haben die das auch nicht gebracht. Das ist ja verrückt. Und der Konstantin Meil hat sogar in seinen Büchern beschrieben, die ersten Baustellen, die nicht funktioniert haben, weil sie zu gross zu bauen haben, die haben sie dann einfach aufgehört und aufgehört zu bauen. Und kulturhistorisch hat man dann alle versucht, probiert zu beschreiben, warum haben die dort aufgehört. Es war logisch. Weil die Wellen hätten nicht mehr nutzen. Also wenn es nicht mehr nutzbar ist, dann hörst du auf. Und ich hoffe immer noch, dass 5G diesbezüglich genau aufs Gleiche rausgeht.
weil man sich eben zerstrahlt. Und jetzt schauen wir an, wie die Technik eben in der, jetzt machen wir ein paar tausend Jahre Sprung. Außer, ich meine, gut, man kann auch noch sagen, Gotik und Barock haben mit den gleichen Sachen auch noch gespielt. Man ist sich da, die Architekten sind das auch nicht bewusst. Und ich habe an der Fachhochschule St. Gallen unterrichtet, habe ich das jeweils einmal erzählt. Oder eigentlich haben gerade Barock und Gotik die Viertelstäbe und all die Friesli und so weiter, das waren Resonatoren gewesen. Meistens zum Heilen. Nicht, also weniger zum jetzt Energien übertragen für Kommunikation. Aber es ist schon spannend, oder? Die Plätze. Aber jetzt.